Video, Film 39, Asthma-Erschöpfung. Das war sehr gut gewesen. Heute drei Wochen einmal, so Monate einmal Behandlung. Ja. Seine Haupterkrankung Asthma. Ja. Du hast wie lange Asthma? Schon als Kind, von 5-6 Jahren an. 5-6 Jahre an, dann wie alt bist du? Ich bin 48. 48, fast 40 Jahre Asthma. Ja. Und immer Spray. Ja. Und hast du alle Ärzte besucht? Ja. Aber nie gefunden, Ursache. Ursache ist halt, ist jetzt alles Mögliche therapiert worden, aber es hat nie so richtig gut, das war nicht bis zum Ende austherapiert. Ja, immer selber. Heute ist Asthma-Behandlung von mir aus letzter Tag. Gut. Weil jetzt 6 Monate hast du gesagt, keine Spray. Und du denkst nicht so, ich bin Asthma-Krankung. Nee, habe ich jetzt keine Beeinflussung. Und Körper nicht mehr müde? Nee, also es ist halt das Normale, wenn man mal kaputt gearbeitet ist, aber nicht, dass man immer müde ist und immer erschöpft ist. Ja, das nicht mehr. Nee. Praktisch, du bist Freiheit von Asthma-Erkrankung. Ich denke, ja. Ich auch. Dann heute. Anfang war in der Woche einmal sehr intensiv gemacht. Ja, am Anfang haben wir einmal die Woche gemacht und dann hat sich das dann auf 2 und auf 3 und so ausgedehnt. Jetzt war 3 Wochen ein Langabstand, ne? Ja. Das Gesamte her 8 Monate ungefähr, ne? 8-9 Monate, ja. Ja, aber jetzt fast Asthma weg. Ja. Jetzt, ich gebe Asthma-Tommy nicht mehr. Wenn du irgendwas, dann lupe ich mich mal an. Gut. Ja? Ja. Aber sonst Asthma ist weg. Ja. Halbes Jahr, du hast selber Erfahrung, so Körper gut geworden ist. Ja. Ja. Und ich kann nur kurz erklären, wie das behandelt hat. Hochzehe, zeige mal Füße. Der Plattfuß, der entwickelt. Die Fuß war kein Kraft. Die Beugung. Als mir kam, die pimpte alle kaputt. Hm. Darum, du kannst nicht gerade stehen, immer bücken gehabt. Ja. Das Leben lang loslassen. Die Kraft wiedergekommen. Hochziehen. Die Kraft wiedergekommen. Die Behandlung locker lassen. Die Partie. Und die Partie. Und die Muskel. Da war Viertelstunde. Hier ein paar Sekunden, 2 Punkte, Viertelstunde. Dadurch Beugung, Kraft und die Kraft stark werden, um gerade stehen kann. Und die Wahl, die Beugung, locker lassen. Die Mittelknochenende. Ah, du hast lange weh getan hier, ne? Behandlung, ne? Ja. Da. Beugungskraft ist Hauptursache. Und Hochziehen, die Kraft, die Muskel. Dadurch, die muss viel massiert. Dann dein Körper gerade stehen kann. Ja. Dann ist die Lunge kann mehr Luft holen. So, jetzt noch vorne, vorne stehen. Hier. Der ist noch bücken. Rund. Aber viel gerade geworden. Machen Sie gerade? Ja. Vorher war die eine so Radius. Jetzt Fuß her, langsam gerade. Dann 2 Fell, besser arbeiten, Lunge, zieht das mehr Luft. So schön gerade. Und vorne, gegen. Als du mir kommst, die haben keine Kraft. Jetzt ist Stein geworden. Gut. So. Das ist sehr schön. Wo die wichtigen Punkte, alle wieder stark. Dann Menschen steht, so. Vorher war so steht, jetzt kommt gerade. Dadurch Lunge frei, mehr Sauerstoff. Darum die Müdigkeit ist weg und Bronchien nicht enger, dehnt sich größer. Und jetzt Luft viel mehr als vorher. Ja. Kannst du mal tief atmen? Außer. Ja. Jetzt Luft noch länger, vorher kurz atmen. Ja. Dadurch Müdigkeit und Bronchien enger. Ja. Und die Stellung abhängig von hier. Ich bedanke mich. Ich danke auch. Ja, jetzt kommt.